Hallo, ich habe die große Freude, hier mit Petra Ladenburger zu sitzen. Und zwar sind wir in der Toskana beim Aspanara, Seelensprache mit Pferden. Und Petra hat sich bereit erklärt, mal so ein bisschen von ihren Erfahrungen mit der Seelensprache mit Pferden zu sprechen. Schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass wir hier sind. Zunächst mal eine Frage an dich. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, hier zu diesem Seminar zu kommen? Das ist schon ziemlich lange her, beide Bücher gelesen von Edwin und Ariane und sie haben mich schon damals sehr fasziniert, weil es eigentlich genau der Weg ist, den ich gehen möchte mit den Pferden. Ich habe ein eigenes und habe zwar schon nach dem Konzept gearbeitet, aber jetzt bei dem Kurs, der jetzt mit Bettina und Edwin stattfand, war es die spannende Kombination zwischen, ich nenne es immer so gern Persönlichkeitsentwicklung, mit Pferden kombiniert und ich wusste, dass hier garantiert ein wunderschöner Ort auf uns wartet und mich hat schon damals hergezogen und ich habe mir das dieses Jahr gegönnt. Schön, das ist wirklich ein wunderschöner Ort, der ist magisch. Ja. Und jetzt hast du ja gesagt, die Seelensprache mit Pferden. Wie hat dir das gefallen, dass es so eine Kombination gab? Auf der einen Seite war ja die Arbeit Horsemanship mit Edwin, auf der anderen Seite mit Bettina Halifax. Wie fandest du die Kombination und weshalb? Großartig. Also man kann einfach, also es ist einfach eine super Kombination, weil man das, was man für sich selber erarbeitet, mit der Bettina zusammen mittags, kann man am nächsten Tag direkt am Pferd sehen und es ist jeden Tag eine Verbesserung und das Pferd spiegelt 1:1 eigentlich die eigenen Themen und jedes Pferd ist zum anderen ganz unterschiedlich und das macht es so hochspannend, das zu erleben und wie gesagt, diese ganz direkte, nonverbale, aber trotzdem völlig klare Aussage ist total spannend und ich bin wirklich froh, dass ich das so gemacht habe und genau diese Kombination hat mich auch gereizt. Sehr schön. Und was hast du für Erkenntnisse gewonnen? Also was war für dich jetzt so das Spannendste an der ganzen Zeit? Ja, ein bisschen sind zwei Sachen. Also zum einen grundsätzlich mal zu sehen, wie die beiden arbeiten. Jeder für seine Art, jeder hat herausragende Qualitäten in seinem Bereich. Und das dann natürlich zu erleben, mich weiterzuentwickeln, meine Themen auch ein Stück weit zu bearbeiten natürlich. Natürlich auch ein bisschen in der Sprache der Pferde weiterzukommen, da lernt man nie aus. Das ist einfach, jeder Tag ist ein neuer Tag mit neuen Herausforderungen und spannenden Geschenken. Der zweite Teil ist aber auch der, dass ich diese Kombination an sich Pferd und Menschentwicklung bei mir selber schon gespürt habe durch mein eigenes Pferd. Das war mein größter Lehrer. Und das ist natürlich dann noch spannender, das geleitet zu erfahren. Mhm. Man macht sich natürlich immer eigene Gedanken und nach dem 20. Mal hat man dann auch verstanden, um was es geht. Aber hier geht es natürlich viel, viel schneller. Und man macht in einer Woche so wahnsinnige Schritte, weil das alles in einem sicheren, ganz sanften, getragenen Rahmen stattfindet, dass das einfach unbezahlbar ist. Ja, das finde ich auch. Wir sind ja insgesamt 12 Teilnehmer und allein schon die Zusammensetzung der Teilnehmer, wie alle aufeinander, sich alle helfen, ne? Und wie sie alle zusammen versuchen, einen Schritt weiterzukommen und sich dann in der Gruppe, da entwickelt sich auch eine ganz schöne Dynamik, ist mir aufgefallen. Ja. Ne? Und ich empfinde so, wie jedes Pferd bringt jeder Mensch, also nicht nur die Leiter, die natürlich besonders, weil die haben einen Erfahrungsschatz, unglaublich, aber jeder Teilnehmer bringt auch eine ganz besondere eigene Qualität und Stärke mit und das ist so wichtig, dass man das auch mal für sich selber erkennt und erkennen darf und wie gesagt, das ist einfach so eine sichere, getragene Möglichkeit zu lernen, das findet man, glaube ich, selten. Was war das Besondere daran, weil du gerade gesagt hast, die Möglichkeit findet man selten? Was war das Besondere für dich persönlich? Also ich glaube, beide, Edwin wie Bettina, haben wirklich die ganz besondere Gabe,
in ihrem Bereich Räume zu schaffen, wo es, ich sage nicht unanstrengend, aber sehr angenehm ist zu lernen. Ja. Und sehr offen in die Dinge reinzugehen. Es darf alles passieren und man ist sich einfach total sicher. Und egal durch welche Täler man geht, es folgt immer Sonne und Berg danach. Reichlich. Ja, wirklich. Und das ist einfach ein riesengroßes Geschenk. Und wie gesagt, nicht nur die Leiter, sondern wirklich jeder in der Gruppe trägt seinen Teil dabei. Ja, das stimmt. Sehr bewegend war auch, also man versorgt ja die Pferde selber, kümmert sich um die Pferde, aber dann kommt ein Augenblick, wo sie dann wieder in die Freiheit entlassen werden. Wie hast du das erlebt, als sie dann plötzlich frei waren? Ja, das ist natürlich beeindruckend und ja, einfach eine, da geht einem das Herz auf, weil hier dürfen Pferde wirklich Pferd sein und natürlich kommen sie zu den Kursen und machen da auch ihren Job auf eine gewisse Art und Weise. Aber hier ist auch so eine, auch von jedem Teilnehmer, egal ob der jetzt schon Pferdekontakt hatte oder nicht, ist so eine Liebe hier und alle freuen sich und ja, es geht einem einfach das Herz auf, wenn sie dann wieder in die Freiheit rausgehen dürfen. Ja, das ist wunderschön. Auch. Das fand ich auch. Was fandest du besonders gut an der Arbeit mit Bettina, abgesehen von den Pferden? Sie ist eine extrem authentische Frau, die großen Wissensschatz hat und, glaube ich, einen riesengroßen Werkzeugkoffer. Ihre Geschichten, die sie selber erzählt über ihre Entwicklung, die helfen einem selber schon grundsätzlich, sich wohlzufühlen, weil es ist kein abgehobenes ich bin viel besser als ihr, sondern sie tut mit uns mitarbeiten und steht genau da dazu. Und das ist einfach großartig, weil es, wie gesagt, beide schaffen einen unglaublichen Raum, wo man sich einfach entwickeln darf. Und das ist, habe ich selten so erlebt. Ja. Wie fandst du die Verpflegung? Großartig. Da würde ich dafür sterben. Absolut. Die war super groß. Ja. Ich habe das gesehen. Gehört ja auch dazu, das ist wichtig, die waren absolut klasse, keine Frage. Und was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die noch nicht hier waren? Unbedingt herkommen. Weshalb? Den Schritt wagen ins Unbekannte, für die, die noch nicht da waren, mit offenem Herzen einfach vorwärts gehen und hier den Raum nutzen für seine Themen und Bewältigung, dass man einfach immer mehr zu sich selber findet und einfach sein darf. Das, was wir, ich sage es immer so gern, draußen in der Gesellschaft so selten irgendwie schaffen, das ist hier einfach so möglich. Genau, das finde ich auch. Eine Erholung, also es ist viel Arbeit oder viel Tun an sich selber, aber es ist auch gleichzeitig eine Ruhe und eine Entspannung und eine kraftschöpfende Art hier. Das ist wirklich einmalig. Genau, finde ich auch. Okay, super, ich danke dir. Sehr gern.